Humanistische Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnacken mit. Und wir haben einen neuen Gast. Ich begrüße dich sehr herzlich. Alex! Sebastian! Guten Tag! Hi, Alex! Für die, die Alex nicht kennen, mag ja sein, der eine oder andere. Gibt vielleicht Menschen, die mich nicht kennen. Vielleicht Menschen, die dich nicht kennen, ja. Alex und ich haben zusammen studiert in Nordhausen. Sozialmanagement und ja, Alex hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ist aus Osnabrück dann nach Nordhausen studieren gegangen und du arbeitest hauptsächlich, könnte man sagen, im ja, Personalbereich auf Altdeutsch, auf Neudeutsch, HR, Human Resources Management. Human Resources, ganz krass, ganz krass. Und, People sind mein Business. Habe ich gelesen. Ja. Und bevor wir gleich da vielleicht nochmal drauf eingehen, das hat mich nämlich wirklich interessiert. Du hast ja eine kaufmännische Ausbildung ausgemacht, ne? Einzelhandelskaufmann in Osnabrück, oder? Großen Aushandelskaufmann. Wie kam damals die Motivation zu sagen, okay, ich gehe nochmal studieren? Ne? Die erste Frage. Und zweite, warum nach Nordhausen? Ja, das haben mich einige gefragt. Warum nach Nordhausen? Ganz erklärbare Geschichte eigentlich. Also ich habe, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, Zivi gemacht in einem halbpädagogischen Kindergarten. Und danach die Ausbildung, weil es damals, ist ja auch schon längst wieder überholt, ne? Also damals ja erstmal musst du ja eine Grundlage haben, ne? Ich habe damals meinen Bruder, der hat BWL studiert, da wusste ich, das willst du nicht, weil das war ja also Hölle, was ich mir da so angeguckt habe, und dann wusste ich auch nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll, dann die Ausbildung gemacht und ja, großen Aushandeln in so einer Fleischerei-Fach-Abteilungs-Blabla-Zulieferer-Firma, die nebenbei auch noch so Geldanlagen machen. Aber nicht bei Tönnies, oder? Nee, bei... um mal das reinzuschmeißen. Nee, okay. Nee, das war, also die machen so Fleischereibedarf, also für die Naturdärme liefern die zu und solche Geschichten. Da packst du dann mal so schön ans Arschloch der Kuh, ne? Und das kommissionierst du dann so, also das ist dann so Fettenden heißt das, da liegt dann in so Salztonnen und als Azubi darfst du den Scheiß dann kommissionieren. Und verschicken, ja. Aber das halbe Jahr im Lager war das geilste halbe Jahr in der ganzen Ausbildung. Und da sind wir dann nämlich auch schon, weil ich habe relativ schnell gemerkt, ich muss noch was anderes machen. Ich kann da nicht irgendwie so in der Buchhaltung versauern, also nichts gegen Buchhalter, aber in dem Betrieb. Naja. Und dann dachte ich so, was machst du? Ja, soziale Arbeit, geil. Ja, irgendwie wieder was mit Menschen. Mhm. Ja, war dann irgendwie auf Platz, also an der Uni Osnabrück gab es, glaube ich, 81 Studienplätze im Jahr 2008 dafür. Ich war dann mit meinem 3-1er-Abi-Schnitt, Minimalprinzip, läuft, war ich auf Platz 1000 irgendwas in der Warteliste. Hast du dich nur an der Uni Osnabrück beworben gehabt? Nee, aber das war so ein Indiz dafür, wie das auch an anderen Unis laufen könnte. Ja, das, ne? Die haben in der Regel einen hohen NC bei sozialer gar Arbeit. Nicht, ja. Gar nicht, ne? Weil einfach so viele Leute das machen wollen. Und dann sagte der Kollege da, ja, was wärst du mit Sozialmanagement? Ich so, wenn sie mir sagen, was das ist. Hat er mir das erklärt, alles ganz toll und so weiter. Und Thüringen, Nordhausen, keine Studiengebühren. Mhm. So, stimmt. Ja. Alex damals immer chronisch pleite, ne, während der Ausbildung das ganze Geld in den tiefer gelegten Polo 6N investiert. Kennst du auch noch? Ich kann mich erinnern, ja. Von daher, ne? Genau. Und dann bin ich nach Nordhausen und das war ziemlich geil. Also war irgendwie für mich damals so gar kein Gedanke dran verschwendet vorher irgendwie, aber das war echt genial. Ich meine, ganz ehrlich, Basti, weißt du auch, ne? Wir hatten dann 3,5 Jahre erst die Woche, ne? Also. Ja, muss auch, also für alle, geht. Die, ne, FH Nordhausen, ich fand es auch im Nachhinein, man kann ja Dinge immer nur im Nachhinein ein Stück weit bewerten. Ja. War schon cool, so auch im Sinne Vergleich. Ich habe ja auch den Vergleich zwischen einer großen Uni. Da hat eine kleine Hochschule schon ihren Vorteil. Und Sozialmanagement war damals halt so ein bisschen die Schnittstelle zwischen klassisch sozialer Arbeit und halt eine BWL oder jetzt Business Administration oder whatever. Und war mir damals auch sehr sympathisch, auch wenn man noch gar nicht so richtig eine Vorstellung von Studieren hat. Ja. Ne?
Ja, nee, absolut. Also war genau das Richtige und wirklich, du hast da wirklich so eine, ich meine, wenn du mal irgendwie Party gemacht hast, also dreimal die Woche, dann war es ja auch mit komplett studiengangübergreifend und hast du gerade dein Bier geöffnet? Prost. Ich habe schon, Ja, ja, ne, das Osterbier. das Oh, aber Osterbier. der feine Herr trinkt aus dem Glas. Nicht Ja, schlecht. ich wollte jetzt keine Schleichwerbung auf meinem Kanal machen, aber du darfst das gerne machen. Ja, das ist Eigenmarke. Okay. Ne, das war dann ja studiengangsübergreifend und da waren ja ne, diese eine Party, diese illegale Party am Kanal, wo uns noch der Generator durchgebrannt ist für das DJ-Pult und dann wieder der Polo 6 zum Einsatz kam mit der Bassbombe hinten drin. Da waren ja irgendwie 250 Leute oder so, ne? Aber die Es ist legendäre 36-Stunden-Party mit über 400 Leuten. War richtig sowieso, geil. glaube ich, so für die meisten, die vielleicht noch studieren werden, macht das auf jeden Fall. Es ist Definitiv. eine sehr, sehr gute Zeit. Und gerade Definitiv. an so einer kleinen FH, man hat halt auch, das fand ich im Nachhinein so eigentlich ziemlich nice, auch man kommt viel, viel mehr mit den Professoren und Ja. Professorinnen in Kontakt und kann auch mal irgendwie über eine Arbeit sprechen oder sich eine Klausur zusammen angucken. Ich weiß auch noch, wo ich Genau. wirklich eine Stunde mit dem Professor Schwien da saß, wegen einer Ja. noch über so eine Finanzierungsklausur gesprochen. Das wäre an der Uni mit irgendwie, wo du 1000 Leute pro im BWL hast oder so, da kannst du ja vergessen, ne? Es war halt nicht so anonym. Also du hattest genau, du hattest noch so Bezug, Ja, ne? Irgendwie. ja. Das war ein sehr großer Bezug, ja. Ja, Studienzeit, Nordhausen, guckt euch das an, Richtig Sozialmanagement, kann man geil. nur empfehlen. Ja, richtig. Danach hast du aber, du hast den Master nicht gemacht, sondern du bist dann direkt zu IKEA gelandet, hast so ein Genau. bisschen Spezialisierung gemacht, auch in Human Resource Management noch, ne, bei uns, Richtig. oder Personalmanagement in dem Ja. Fall. Genau, das hieß ja damals Personal, also Schwerpunkt Personal und Organisation. Ne? Genau, und Ja. nebenbei noch diesen Freiwilligenmanager. Ne? Das war so der Ja. zweite. Und das lag ganz klar auch an Professor Bergknapp, ne? Also muss man sagen. Der großer Mann, seine Doktorarbeit über Ärger geschrieben. Über Also Ärger in Top-Typ. Organisation. Übernehmen allgemein Ja, Ärger. was? Top-Typ. Okay. Und Ja. also ein bisschen Hintergrund, vielleicht kennt ja jetzt nicht jeder, ja, sein Schwerpunkt liegt so auf systemischer Beratung. Ne? Und der hat damals schon gesagt, so ja, mit Kohle allein wirst du nicht mehr weit kommen im Human Resource-Bereich. Du musst halt die intrinsische Motivation fördern. Und hat ein bisschen vorbereitet auf den Fachkräftemangel. Und ich fand das hochspannend, was es da für Möglichkeiten gibt, ne? Eben um ein wirklich ein berufliches Zuhause, also jetzt kommt wirklich die HR-Sprache, ein ne? Berufliches Zuhause, Ja, ich ne? grätsch Und schon rein, wenn ich nichts mehr verstehe, Alex. Values und ne? Ja. Wertebasiert und so weiter. Und das fand ich halt echt geil und das ist entspricht auch meinem Naturell. Also ich muss mich mit meiner Arbeit irgendwie identifizieren können. Und wenn ein Ja. Unternehmen halt keine Werte hat, wo ich hinterstehen kann oder in eine Richtung geht, wo ich nicht hinterstehe, dann können die mir noch so viel Kohle bieten. Das kann ich nicht. Also ich kann in den Spiegel gucken. Das ist ja generell, zumindest nehme ich das auch wahr, nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch im Studium, so ein Trend hin, dass man sich wirklich, also noch nicht, eher noch weniger, aber es kommt so ein Trend, dass die Leute wirklich was wollen, wo sie sich mit identifizieren können, wo sie auch einen Genau. Sinn drinne sehen, wo sie vielleicht auch hinter dem Unternehmen oder auch den Sinn in dem Studium sehen und nicht einfach nur ganz pauschal gesagt, ja, was studiere ich? Ja, BWL oder so, ne? Ja, Also genau. das kommt Deswegen, das, schon. deswegen kam das zum Beispiel nie für mich in Frage. Einfach so trockenes, Ja. ja, Business-Zeugs. Nee. Und klar hätte ich auch im sozialen Bereich bleiben können. Ich also nach dem Studium, ich habe in meinem Praktikumssemester auf dem Landratsamt Bereich Jugend und Soziales was gemacht. Aber ganz ehrlich, das war mir zu langsam. Das war mir alles zu langsam. Ämter, naja. Mein damaliger Chef hat gesagt, Alexander, wenn jemand zu mir Alexander sagt, ne, dann heißt es schon was. Sieh zu, dass du hier rauskommst. Bleib bloß nicht auf dem Amt, das ist nichts für dich. Ja. Und damit hat er recht gehabt. Und dann bin ich nach dem Studium, ich habe ein halbes Jahr länger gebraucht als viele andere. Und Ist der doch Kumpel vollkommen in Jobst, Ordnung. der Kollege Jobst war damals ja schon bei IKEA in Berlin und hat ein Praktikum gemacht. Und der sagte, das Ja. ist ziemlich geil. So, dann habe ich mich mit dem Laden mal ein bisschen befasst. Und da war es dann so, dass die halt diesen People-Fokus hatten. Ne? Und wirklich, was ich gerade sagte, wertebasiert in den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Immer so die Balance auch zwischen Unternehmens- und Mitarbeiterinteressen wahren.
Und da dachte ich, okay, das klingt geil. Und da kannst du, hast du eine Spielwiese, um dich auszutoben. So, ne? Habe ich ganz klassisch erst mit einem Praktikum angefangen in Osnabrück bei IKEA, bin dann relativ schnell nach Hamburg, bin dort Teamleiter im HR-Bereich geworden für das Thema Staff Planning, also alles, was mit Personalcontrolling zu tun hat. Also war auch direkt dann im Personalbereich gelandet, nicht vorher noch irgendwo. Genau. Okay. Und hab direkt irgendwie in allen Pötten da gerührt, ne? Also als Berufseinsteiger, harte Schule in dem Sinne, dass du halt direkt mit Geschäftsleitung und Abteilungsleitung und so konfrontiert bist und da ein Thema auf dem Tisch hast, was schon sehr anspruchsvoll war. Aber gleichzeitig muss ich im Nachhinein sagen, ich habe da so viel gelernt. Also ich zehre da jetzt noch von, ne, von den Anfangszeiten. Wobei, hättest du ja nicht unbedingt auch Sozialmanagement studieren müssen. Wärst ja auch wahrscheinlich mit BWL reingekommen, ne? Natürlich. Aber gut, das mit dem Schwerpunkt Personal, ich meine, wenn das hilft jetzt, ne, wenn du in anderen Unternehmen bist. Ja. Bei IKEA ist es sowieso immer so Quereinstieg und so weiter. Das geht alles immer. Es gibt so ein paar Unternehmen, bei denen ist so prinzipiell die Fachrichtung erstmal egal. Sondern erstmal, okay, hat die Person einen Bachelor oder nicht, ne? Ja, oder auch Arbeitserfahrung und dann eher so, okay, hat die Person Bock, ist die intrinsisch motiviert vielleicht auch? Und wie tritt die Person auf, ne? Also solche Werte. Das hast du bei vielen, Unternehmen, bei vielen Unternehmen, wo die Dudes-Kultur herrscht, ist das so. Die Dudes-Kultur. Genau, wo du deine Kollegen duzt. Ne? Die duzt. Oder wo du auch schon im Vorstellungsgespräch eventuell duzt. Da ist es so. Also da kann man tatsächlich einen Vergleich ziehen. Dort ist es so, dass du, ich meine, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt oder so, ne? Aber die Erfahrung habe ich so gemacht oder mache ich auch, wenn ich mit Kollegen spreche aus anderen Unternehmen. Wenn du so ein bisschen locker flockig drauf bist und deine Philosophie jetzt eher so ist, hey, wir wollen hier die 10 Stunden, die wir am Tag miteinander verbringen, uns gern auch duzen. Da ist es ganz oft so, dass du auch reinkommst, wenn du so einen Quereinstieg machst. Und wenn du also so einfach wo so flachere Hierarchien auch sind. Genau, so, ja, genau. Ja. Flache Hierarchien ist übrigens eine Verschönigung von absolutes Chaos. Also das, ach so, okay. So solange es funktioniert. Ja, das ist es. Wenn es heißt klare Hierarchien, dann weißt du, da herrschen keine Strukturen oder wenig Strukturen. Das ist so wie, weißt du, in so einem Katalog von Neckermann, mit direktem Blick aufs Meer. Ja, wenn du hinter dem Hügel, wenn du da ist, dann das Meer. Richtig, genau. Du warst ja dann relativ lange auch bei IKEA, ne? Da waren ja irgendwie jetzt 4, 5 Jahre oder so, 6 Jahre? Sechs Jahre, verschiedene Stationen, nachher dann auch für IKEA Deutschland gearbeitet, in so einem Projekt, im HR-Projekt oder HR-IT-Projekt. Da war ich dann in den ganzen Häusern unterwegs in Deutschland und haben da Prozesse implementiert und so weiter. Das ist auch so geil, habe ich letztens noch gedacht. Ne? Ich war so oft im Flieger oder in der Bahn, ne? Und bin auf Dienstreise gewesen. Jetzt hättest du ja immer zoomen müssen mit den Leuten. Total krass, ne? Wirklich. Ja. Also das ist heftig. Ja, vor allen Dingen hättest du in dem Moment das auch gar nicht so wirklich auf die Beine gekriegt. Das Projekt. Ja, ich finde so, da sind wir ja auch schon so ein bisschen beim Thema, auch wenn wir da jetzt vielleicht noch nicht direkt reingehen, aber das ist so ein Faktor, den ich so feststelle, dass man quasi so ein bisschen neu lernt, okay, ich muss nicht unbedingt für alles Mögliche irgendwo hinreisen. Das finde ich tendenziell, das ist so eine gute Entwicklung, dass man das so ein bisschen in den Fokus gerät. Und in dem Fall, ich meine, wir machen es jetzt auch über Zoom, super easy. Und bestimmte Sachen kannst du einfach auch können, was das angeht, so bleiben. Ne? Absolut, weil die Gesellschaft ist ja auch gezwungen, gerade da zu investieren und das möglich zu machen. Also es gibt ja keine Variante B gerade. Ja. Ja, dementsprechend auch so alteingesessene Unternehmen, wo es dann immer hieß, also das müssen wir schon face-to-face oder nicht unbedingt Variante B, einfach nur das, okay, ich gehe mal wieder auf Dienstreise so, weißt du, und dann schön irgendwie 5 Tage im Hotel abgepimmelt, dann 3 Stunden Meeting und weißt du, nicht effizient und überhaupt viel. Überhaupt nicht, genau, das ist es. Ne? Also ganz viel, also ich meine, wir arbeiten jetzt auch von zu Hause aus. Ne? Ja. Wir haben jetzt ab nächste Woche, haben wir gesagt, hey, ins Büro
nur noch im Notfall. Ich meine, das war sowieso immer die Ansage, aber jetzt ist es auch wirklich, ne, wird es ernst. Es geht alles über Zoom und über Teams. War ganz ehrlich, also zumindest in meinem Bereich. Sagen wir vieles, ja, ne? Ja. Zumindest in meinem Bereich ist es so, wenn du, was machst du denn, wenn du im Office bist? Da machst du das Gleiche, also dieses ganze Meetings-Zeugs, Meeting-Zeugs, das machst du ja im Office dann in einem Raum. So. Mhm. Und ob du jetzt zusammen in einem Raum hockst oder ob du das über Teams machst, ganz ehrlich, für mich persönlich ist das gar kein Unterschied mehr. Mhm. Ja, und hier habe ich sowieso, ich kann dann, ja, ne, muss halt, hast du auch mal Bedürfnisse, muss dazwischen auch mal irgendwie was essen oder mal raus oder so. Das macht es einfach angenehmer. Also, ja, wird man dann ein bisschen sehen, ne, wie viel davon überbleibt. Also ich finde es für manche Sachen kannst du nicht, ne, sag ich mal, so digital outsourcen, wie so wirklich, nennen wir Pflegebereich, Kita-Bereich, aber auch bei dir jetzt im Bereich Personal. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich wirklich eine Person habe, wo ich mir echt überlege, okay, die ist richtig nice, die will ich wirklich anstellen, dann würde ich die schon nochmal wirklich persönlich auch im Unternehmen treffen können. Nicht nur, um die persönlich kennenzulernen, sondern um ihr auch das Unternehmen zu zeigen, so, weißt du, das wäre... Da würde ich dann die Abgrenzung machen irgendwie, weißt du? Das sind gerade die Herausforderungen. Das sind die Herausforderungen. Aber es ist so, dass die selbst da, also die Bewerber, die Bewerberinnen, die sind mittlerweile so, also das hat sich so eingepegelt, dass wenn du fragst, würden sie denn auch bei uns anfangen oder würdest du dann auch bei uns anfangen, wenn du die Räumlichkeiten vorher nicht gesehen hast, also würdest du dann den Vertrag unterschreiben? Die sind also, ja klar, wieso, wir haben uns doch jetzt ausgetauscht. Wir machen auch immer, also meistens sind es insgesamt 4 Leute, die mit den Bewerbern sprechen, also 2 Gespräche. Ich habe euch kennengelernt und so weiter, heißt es dann. Und noch klar, warum nicht? Ne? Und ihr habt euer Recruiting direkt ein bisschen angepasst, auch auf Corona, kann man sagen? Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Also sonst hast du ja, und ganz ehrlich, das Recruiting selber ist viel angenehmer mit diesen Teams. Ja, weil sonst musst du ja erstmal Termine koordinieren, die Leute müssen hinfahren. So, das kostet Zeit. Dann müssen eventuell die Leute, die halt recruiten, beziehungsweise die Gespräche führen, müssen anwesend sein im Büro. Das sind Sachen, die über Teams einfach das Ganze angenehmer machen. Und wenn das für beide Seiten passt. Okay ist, ne? Ja. Also why not? Mhm. Und wie du schon sagtest, es ist immer was anderes, den Menschen vor sich zu sehen. Wie er sich gibt, wie er agiert, was er für eine Gestik dann vielleicht auch hat. Da kriegst du halt über Teams mit der Kamera halt nur die, guck mal, jetzt mache ich ja auch gerade hier, ne, ein Wirbeln, da kriegst du die Hälfte nur mit. Aber und da ist es halt ungemein wichtiger, einfach speziell, also ja, die Fragen gezielter zu stellen, um rauszukitzeln, okay, was ist denn das für ein Mensch? Mhm. Ja, und das hat sich aber eingespielt in den letzten Jahren. Ja, und du hast im schlechtesten Fall halt vielleicht auch noch irgendwelche technischen Störfaktoren, ne? Hatten wir ja auch eben ein bisschen. Ja, ja. Das kann ja auch dazukommen. Das ist viel bei Personal ist ja auch, erspüren, erahnen, auch ein Gefühl für die Person haben, die einschätzen zu können, wie reagiert die vielleicht und nicht nur das gesprochene Wort irgendwie wahrzunehmen. Ne? Richtig, das ist es, ne? Wo man dann wirklich ganz genau hingucken muss und da macht es auch dann Sinn, das mit 4 Leuten zu machen. Ja. Ne? Und dann halt auch wirklich sich Zeit dafür zu nehmen. Und das ist halt ungemein wichtig. Technische Störungen, also wir machen das mit Teams, hatte ich tatsächlich im Recruiting noch gar nicht. Ja, okay, also dann ist ja, ne? Toi, toi, toi. Und war so eine kleine Anspielung auf Deutschland, digitales Entwicklungsland, weißt du? Ach du, ich meine ganz ehrlich, bei uns und auch bei der Firma, wo ich vorher war, ist die ganze digitale Infrastruktur zum Glück schon so gewesen, dass man da schnell sagen könnte, hey, okay, alle von zu Hause aus. Vielleicht nochmal für die jetzt denken, dass du das für IKEA machst. Nee, du hast dann bei IKEA aufgehört, warst irgendwie ungefähr ein Jahr bei KFC, ne, bei dem Unternehmen. Ich war vorher nochmal ganz kurz bei so einer Modeschmuck-Klitsche in Köln. Das war ein Jahr, aber das war halt, ich habe ja eben von Werten gesprochen und wie man miteinander umgeht und
Das war aber nicht so dolle. Ein absoluter Kulturschock. Da habe ich nach einem Jahr gesagt, so komm, Leute, das wird hier nichts. Also, boah, kriege ich jetzt noch Puls, ne, wenn ich daran denke. Weil so hinterrücks und so weiter, ja. Weißt du? Ich bin ein sehr offener Mensch. Und wenn man sich als Kollegen nicht sagen kann, hier, pass mal auf, so und so sehe ich das, lass uns da irgendwie auf einen Nenner kommen, sondern hinterrücks, sobald einer den Raum verlässt, die direkten Kollegen anfangen zu lästern. Mhm. Weißt du, da krieg ich einen Hals. Ja, da sind wir ja quasi schon direkt in deinem Kerngeschäft, was du ja eigentlich verhindern möchtest mit deiner Arbeit, ne? Als Personalmanager, ne, wenn man jetzt mal deine Stelle bezeichnet. Ja. Ja. Mhm. Genau, und du bist dann nochmal bei KFC ein bisschen und jetzt dann, quasi auch wieder im dann bin Bereich. Ich zu KFC. Ja. Zu KFC, beziehungsweise dem Mutterkonzern, Yum heißen die. Okay. Der auch Pizza hat und Taco Bell gehören dazu. Das war tatsächlich ein cooles Vergnügen, aber ein sehr kurzes Vergnügen, weil da musste ich dann gehen, last in, first out, weil Corona dann eingeschlagen ist. Ach so, okay. Und, ja. Und das war dann Personalentwicklung. Da wurde dann logischerweise das komplette Budget für gestrichen, weil das in Deutschland ist ein Franchise-Unternehmen und jeder, der sich ein bisschen mit den Franchise-Strukturen auskennt, weiß, dass die Franchise-Nehmer da eine Fee abdrücken an den Konzern. Nee. Genau, und die wurde halt zum Teil erlassen oder gekürzt zumindest, damit die Restaurants überleben. So. Mhm. Und HR ist ein klassisches Beispiel, was sich durch diese Franchise-Fee finanziert. Und dann war dann die Reise zu Ende, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Aber das konnte ich nicht. Wärst du denn da geblieben, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre? Doch. Ja. Ja. Okay. Das Unternehmen war cool. Wir hatten es ja eben auch, ne? Wir sind beide so ein bisschen auf diesem vegetarischen Trip gerade unterwegs. Ich meine, machen wir uns nichts vor, so wie die mit ihren Hühnchen umgehen, ist scheiße. Ne? Wobei ich noch sagen muss, die Qualität ist nochmal um einiges besser als bei Mc's oder bei Burger King. Also ich habe erst mal 2-3 Wochen habe ich in einem Store mal gearbeitet und habe diese kompletten Zubereitungsprozesse mal mitgemacht. Und das ist schon krass, wie heftig da auf Hygiene und so weiter geachtet wird. Ne? Also für den du hast ja dann quasi auch diesen Switch mitbekommen, als Corona dann kam. Genau. Ne? Und quasi dann für KFC hast du dann an der Umgestaltung in Sachen Hygiene mitgearbeitet, oder? Nee, das nicht. Das war vorher schon so. Also meine Store Weeks, sag ich jetzt mal, die hatte ich tatsächlich bevor Corona überhaupt wo auch immer es jetzt dann ausgebrochen ist, existiert hat. Nein, das war schon krass, wie heftig da auf Sauberkeit und Hygiene geachtet wird und detailreich teilweise diese Zubereitungsschritte sind. Ne? Okay. Aber machen wir uns nichts vor, so wie die wenn die Hühnchen noch leben. Hat sich denn da jetzt, ich meine, du hast ja da Ende letzten Jahres, glaube ich, aufgehört, ne? Oder? Genau, ja. Ja. Hat sich da nochmal richtig was krass verändert bei jetzt so einem Unternehmen in Sachen Corona? Ja. Also es gab teilweise wirklich Restaurants, die waren noch nicht angebunden an digitale. Also Bestellung via App oder Delivery oder wie auch immer, ne? Und so Franchise-Partner, die eines, zwei Restaurants hatten und das hat ja einen Mega-Hype gegeben dann, ne? Also die haben dann angedockt, haben teilweise mehr Umsatz gemacht noch als vor Corona durch das Delivery, was für viel mehr Leute in Anspruch genommen haben. Das war schon krass, ja? Also das war für die einen Fluch, für die anderen Segen, kann man sagen, ne? Also wenn du ein riesen Netzwerk hast an ich meine, ist auch logisch, an Restaurants und an Kosten und so weiter, also große Franchise-Partner, das dann zu stemmen, ist, glaube ich, wesentlich schwieriger, weil du halt insgesamt viel höhere Ausgaben hast, als wenn du 1-2 Restaurants hast und dann einfach umstellst auf Delivery. Mhm. Ne? Klar, Leute in Kurzarbeit, ja, natürlich, aber es wurde dann auch aufgestockt in solche Geschichten. Ne? Also da haben wir auch von der Zentrale ganz, ganz, ganz doll versucht, das soweit es geht zu unterstützen. Und wir durften zwar keine Rechtsberatung machen, ne? Aber Möglichkeiten
überlegen, anbieten, viel Kontakt mit dem Unternehmenssitz in Kentucky dann auch. Aber trotzdem musstest du dann leider wieder als Erster gehen, weil du halt als Erster gekommen bist, ne? Dann. Ich bin als Letzter gekommen. Oder als Letzter gekommen, ja. Und wie gesagt, Personal, Entwicklungsbudget null. Und durch Corona dann und ich konnte ja auch gar nicht, also wir haben alle aus HR daran gesessen, das Store-Geschäft irgendwie am Leben zu halten. Mhm. Ne? Und da zu unterstützen und wie auch immer, Kampagnen einfallen lassen, Sachen, also sei es nur, wir haben Sachen übersetzt, noch und nöcher, ne? Irgendwelche Regeln und Richtlinien, die dann auf Englisch rüberkamen. Das ist, weil es musste sein in dem Moment, ne? Mhm. Aber wenn man da mal geguckt hätte, ja, was waren denn Alex Ziele und was hat er erreicht? Da wurde natürlich gar nicht, wurde gar nicht drauf geguckt, aber da wäre dann, also eine Bonusauszahlung hätte es wahrscheinlich nicht gegeben. Wir haben keinen Boni. So. Oh, na ja. Schade. Heute leider nein. Ich habe heute nicht. Ja. Also nein, von daher, es war dann aus unternehmerischer Sicht war das total nachvollziehbar, dass dieser Schritt gemacht wurde. Es war auch kein böses Blut. Also, ja, gut, das ist ja ganz klassisch bei ganz vielen Unternehmen, wo spart man zuerst, man guckt beim Personal. Ne? Das ist halt leider, ist es nun mal so. Aber du hast ja direkt relativ schnell wieder was Neues gefunden und das ist jetzt auch wieder Personalbereich und auch wieder Recruiting quasi, ne? So. Nee, das ist Recruiting gehört dazu auf jeden Fall. Also ich bin auch dank IKEA sehr, sehr breit aufgestellt, also sehr generalistisch, was aber auch meinem Naturell entspricht. Also ich gucke ja auch viel nach links und rechts und nicht so nur geradeaus. Und wir haben jetzt einen Betriebsübergang von einem Teil der Gesellschaft gehabt am 1.4. Ich glaube, ich darf noch nicht sagen, Unternehmen. Na, dann lass es weg, ist doch egal. Beschreib die Tätigkeit einfach. Ich bin da HR-Manager. Ja. Und das waren echt krasse Wochen jetzt. Ne? Also ich bin Anfang des Jahres da und der Betriebsübergang von einem Teil man muss sich vorstellen, das war vorher eine große Gesellschaft und die haben einen Teil ihres Business haben die ausgegliedert, sinnvollerweise in eine eigene GmbH. So, und da müssen natürlich, hast du dann Rechte und Pflichten der Mitarbeiter, die mit übergehen, die ganzen Betriebsvereinbarungen gehen mit über. Wir haben 39 Betriebsvereinbarungen. Dann also du gestaltest da quasi auch diesen ganzen Prozess mit alles, der Abspaltung alles. So ein bisschen. Ja, genau. Okay. Ne, das war so mein Kernbusiness die letzten Monate. Und wirklich HR in so einem, ich habe eben gesagt, flache Hierarchien bedeutet auch Chaos. Und das ist auch teilweise Chaos gewesen, weil gewisse Sachen einfach nicht geregelt waren, was Zuständigkeiten angeht oder noch gar nicht drüber gesprochen wurde, 4 Wochen vor Betriebsübergang. Ja, fast wie bei Corona. So, genau. Und von daher, aber das macht es halt auch unfassbar interessant. Ne? Also du rührst ja in allen Pötten und bist da auch Schnittstelle zu allen, zu IT, zum Fuhrparkmanagement, zum Einkauf und alles kommt irgendwie auf deinen Tisch. Und dann, unser Konzern kommt aus den Niederlanden. Also völlig, völlig wahnsinnig. Das waren, also alle haben da teilweise auch sehr, 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 sehr lange Tage gehabt. Mhm. Aber es war unfassbar interessant und das war einfach auch ein geiles Gefühl am Donnerstag, dass wir das geschafft haben. Ne? Also du bist auch noch, ich meine, das sind ja jetzt erst ein paar Monate, wo du da bist. Bist bis jetzt ganz positiv. Absolut, absolut. Ja. Also das ist wirklich auch wieder Spielwiese und man kann sich in die Augen gucken und sagen, dass man scheiße ist. Also das auf eine schöne Art, auf eine angenehme Art und Weise, ja, also da ist auch also sehr wirklich viel offene, direkte Kommunikation. Aber sehr wertschätzend, ne? Aber wenn ein Kollege zu mir sagt, hey Alex, das war jetzt Mist, dann weiß ich auch, dass wenn er mir das sagt, dann ist es so und dann sprechen wir darüber und umgedreht geht das genauso, ne? Und aber auch viel mit Wertschätzung, ne? Also das auch. Du hast ja eben auch gesagt, ihr habt die Dudes-Kultur, ja? Wenn sich dann jemand bei euch bewirbt, duzt du den von Anfang an auch schon in der E-Mail direkt gleich? Ja, okay, krass. Ich dachte, also wir arbeiten halt auch mit dadurch, dass wir jetzt sehr, sehr, sehr stark wachsen wollen im ersten Jahr, arbeiten wir natürlich auch mit Agenturen zusammen, ja, also Headhuntern und so weiter, die uns dabei unterstützen. Und das ist zum Beispiel ein wenn wir Stellen ausschreiben oder
ja den Headhuntern dann sagen, hier das und das, darauf kommt es an. Mhm. Dann gehen wir das mit. Also der Mensch muss, der für uns arbeitet, muss damit klarkommen. Ne? Und dann ist das keine Frage des Alters. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es gibt 20-Jährige, die da komplett mit überfordert sind, wenn die jetzt einen Vorgesetzten duzen sollen. Mhm. Und dann gibt es aber auch viele 60-Jährige, die sagen, hey, geil, finde ich super, können wir machen. Die Kunst, weil das ist ja auch ein bisschen, man könnte sagen, stilistisches Mittel. Ja? Also wenn du dich in einer Firma duzt, sowieso, und im Vorstellungsgespräch dann schon mal abkasperst, funktioniert das denn? Weil nur wenn man sich duzt, heißt es ja nicht, dass man hier Best Friends ist und irgendwie dem einen wirklich sagen kann, du bist ein Arschloch oder wie auch immer. Ja. Sondern du musst ja irgendwie doch gewisse Normen und Grenzen einhalten können. Ja? Und das kannst du in einem Vorstellungsgespräch schon sehr gut herausfinden, indem du den Menschen direkt damit konfrontierst, dass wir uns duzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden einlade zum Vorstellungsgespräch, dann teile ich ihm das aber auch direkt mit. Ne? Also, dass er uns bitte auch mit du anspricht und wir bei uns halt die Duzkultur pflegen und das ist einfach so unsere. Ja, hat es denn schon mal, dass der dann sagt, so, boah, nee, das ist mir too much direkt für den Anfang, ich möchte bei dem Sie bleiben? Ja. Zwar nicht bei meinem jetzigen Unternehmen, aber das gab es mal bei ich weiß was, Ikea? Nee, da bei der Modeklitsche, bei der Modeschmuckklitsche. Und das ist dann Knockout-Kriterium direkt? Nein, überhaupt nicht. Das musst du akzeptieren. Ne? Also ganz klar. Und dann frage ich ihn aber schon, warum das so ist. Also da habe ich ihn schon gefragt, warum, oder ne, sie war das, eine junge Dame. Und sie sagte, nee, das wäre so sie würde sich da nicht gut beifühlen und so weiter. Und natürlich, das akzeptiere ich dann, ganz klar. Also ja, gibt ja mit Sicherheit viele, die wollen einfach so eine gewisse Distanz einfach noch aufrechterhalten. Ja. Oder vielleicht die These wäre ja dahinter, für die ist das dann nur ein Job und nicht unbedingt das, was du ja möchtest, die Identifikation oder das mit die Person mit ins Boot holen, quasi im unternehmerischen Sinne. Ne? Ja, genau. Ja, und das ist auch ein guter Punkt. Ne? Also du musst natürlich auch es schaffen, diese Grenze zu ziehen für dich persönlich und auch für deine Kolleginnen und Kollegen. Und dann ist HR da noch in einer sehr speziellen Funktion. Weil auch wenn man jetzt wirklich wirklich gut miteinander ist, auch privat miteinander spricht und auch mal ein Bierchen zusammen trinken geht, heißt es ja nicht, dass man jetzt Best Friends ist mit allen. Ja, das ist ja, will auch. Stellt sich ja erst nach, wenn überhaupt, nach einer gewissen Zeit heraus. Ne? Das genau, ist ja, genau. Ne? Und dann ist es halt, da muss man halt auch diesen Cut irgendwo finden. Ja? Über was sprichst du jetzt, über was sprichst du halt nicht aus deinem privaten Umfeld? Oder das muss ich den Niederländern auch gerade noch ein bisschen beibringen. Wenn freitags ein Bankholiday ist, dann ist freitags ein Bankholiday und da wird nicht mal eben 5 Minuten über die Arbeit telefoniert. Ach so, okay. Ja, aber wir verstehen uns doch so gut. Ja, das ist schön, aber wir haben hier einen Feiertag und da wird nicht gearbeitet. Da gibt es Gesetze und ach so, Regeln. Das sind dann so quasi so informelle Regeln, die ihr dann für euch aufgestellt habt. Ja, und dann versucht es der eine oder andere dann doch mal wieder, wenn ich das mitkriege, dann ist brennt bei mir wirklich also die Hütte. Und auch mich hat er hatte mir jetzt der eine Kollege für freitags einen Termin eingestellt. Ich ihm sagte, du, ganz ehrlich, ich brauche jetzt auch echt mal ein bisschen Kopf für andere Sachen und nicht mal eben 5 Minuten Arbeit, nein. Mhm. Oder halt auch wenn du dann mit den Kollegen unterwegs bist und dann nur über die Arbeit sprichst. Ja. Das ist ja dann wieder was, wo es für manche vielleicht dann schwierig wird, ja, jetzt um auch nochmal auf Corona zu kommen und Digitalisierung, weil du halt durch die Digitalisierung jetzt auch viel Arbeit vielleicht mit nach Hause nimmst, dann diesen Switch zu schaffen und zu sagen, okay, nee, jetzt ist hier der Cut, ne, wie du eben gesagt hast, und jetzt mal keine Arbeit. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Das ist tatsächlich schwierig und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir bisher gesagt haben, wir lassen unser Office auch auf, in dem Sinne, dass es nicht erlaubt ist, dahin zu gehen. Also wir sagen zwar nur in absoluten Notfällen oder Ausnahmefällen,
Aber es gibt natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, denen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf, ne? Ja. Weil die da nur noch, die vielleicht dann auch in einer etwas kleineren Wohnung leben, die dann auch nicht die Möglichkeit haben, in einem dritten oder vierten Zimmer ihr Arbeitszimmer einzurichten, sondern wo der ganze Klumpatsch quasi immer in Sichtfeld steht. Und unterbewusst ist der Kopf dann automatisch, der sieht das und ist mit Arbeit beschäftigt. Mhm. Und das ja, ist, oder wenn du halt quasi, wenn du gezwungen bist, in Anführungsstrichen, jetzt den Lehrerjob noch zu übernehmen, ne? Ja. Ja, dann ist ja, das wird ja sowieso schon schwierig, dann wirklich noch konzentriert zu arbeiten, wenn du mindestens ein Kind beschulen musst quasi das noch sowieso, oder dabei das unterstützen sowieso. Musst. Ne? Genau, genau. Und da kann ich jeden verstehen, der dann sagt, ey, alles klar, ich muss aber mindestens zweimal die Woche ins Büro. Ja. Ne? Weil das ist sowieso, also das davon habe ich ja auch gar nicht gesprochen, diese Dauerbelastung oder ja, wenn du dann zwei Kids noch zu Hause hast, die dann auch, den du nicht mal eben sagen kannst, hey, ja, jetzt nicht, aber ne? Arbeitet ja. jetzt, ist gerade im Meeting, ne? wenn der Kleine die Buchse voll hat, ja, dann riecht's halt und das ist unangenehm für alle. Ja, ja. So, und das ist schon krass, das ist 24 Stunden Action. Ja, ja. Das also da würde ich auch krass. ich denke, das wird vielleicht so ein gesunder Mix werden, einfach aus immer noch die Möglichkeit haben, ins Büro zu gehen, aber auch die Sachen, die man digital machen kann, dann zu sagen, okay, das ist jetzt viel, viel effektiver. Ich meine, da hängt ja so viel dran. Nicht nur, dass du als Unternehmen sagen kannst, ich muss weniger Büroräume zum Beispiel vermieten. Ich habe weniger Stromkosten, weniger Materialkosten. Auch A40, Stau, ne, nach Düsseldorf. Kennst du dich aus? Das ist eigentlich eine meiner größten Hoffnungen mit, dass sich da ein bisschen was verändert. Und man einfach weniger Verkehr auf der Straße hat. Ja. Ne? Weil halt jetzt ich meine, das Thema war ja vorher auch schon Thema, aber jetzt noch viel, viel stärker, dass es da so ein bisschen sowas gibt mit, okay, ich bleibe bewusst zu Hause, weil ich muss mich jetzt keine Stunde in mein Auto setzen, irgendwo hinfahren, dann 8 Stunden arbeiten und wieder zurückfahren. Ne? Richtig, richtig. Das, genau das wird bleiben. Ja, das wird bleiben. Und du wirst ja irgendwann, wir haben jetzt zum Beispiel, also bis Jahresende, ich habe bei uns aufs Blueprint geguckt, was wir an Leuten da haben wollen. So, unsere Etage im Bürogebäude, bietet aber gar nicht so viele Plätze. Ne? Mhm. So, und dann haben wir alle gefragt, ja, Mensch, wo packen wir die denn hin? Ich so, Leute, wir werden unabhängig von, also wenn Corona jetzt durch ist, irgendwann, hoffentlich bald, dann wird es nie wieder so sein, dass du 5 Tage die Woche im Büro bist. Nie wieder. Und zumindest bei den Berufen, wo es möglich ist. Wo es geht. Ne? Genau. Klar, wenn ich in einer Stahlfabrik arbeite, dann ist es schwierig. So, ist schwierig. Ja. So, aber genau, und dementsprechend ist auch das Konzept jetzt schon da, weil es einfach klar ist, dass es nie wieder so sein wird, was auch okay ist. Wofür soll ich denn, also wenn ich daran denke, als ich in Köln gearbeitet habe, wenn es gut lief und ich wohne im Süden von Düsseldorf, ich war ja direkt auf der 46, ne? Da waren es 40 Minuten. So, ich hatte aber auch einmal nach so einem langen Tag mein A3 Baustelle, ne, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile fertig sind, auf dem Rückweg. Waren das 3,5 Stunden, weil sich da so ein Lastwagen in der Baustelle mal schön quergestellt hat. Dann stehst du da. Ja, so, ja. Wer tut sich das? Das sind 3,5 Stunden Lebenszeit. So, wer tut sich das denn noch freiwillig an? Das ist genau das Stichwort, wo du irgendwas entweder was Sinnvolles machen kannst oder einfach nur chillen kannst und dich entspannen kannst. Ne? Ja. Deswegen, das wird bleiben und das ist doch gut so. Ja, und klar, der Umweltaspekt, das merkst du ja jetzt schon. Ja, also da gibt's ja schon die ersten die gibt es wahrscheinlich schon x Studien, was das für einen Effekt hatte. Ich meine, klar, machen wir uns nichts vor, wenn sich da so ein Schiff im Suezkanal querstellt, nachdem es einen Penis in Ozean gemalt hat und da 100, 200 Schiffe vor Anker liegen, die aber trotzdem Diesel durchpumpen, weil sie halt ihre Mannschaft da bekochen und so weiter. Da ist das letzte Corona-Jahr schon wieder zunichte gemacht, ne, was die Leute sich an Autofahren gespart haben. Ja. Ne? Aber jeder macht ja so ein bisschen was und ich denke, das wird nachhaltig sein. Wenn du musst ja da nur so, wenn du dir China anguckst, die fahren wieder hoch. USA wird auch jetzt allein aus ideologischen Gründen so schnell wie möglich wieder hinterherziehen wollen. Und das hast du halt schon mal zwei der größten Player so. Ne? Aber ich habe da auch, das ist so für mich so ein bisschen auch der Ansatz zu gucken, was kann denn Positives daraus entstehen. Und eine Sache wäre natürlich, dass wo es möglich ist, wo es sinnvoll ist, zu gucken,
dass ich Arbeit zu Hause organisieren kann, mit den digitalen Komponenten. Ne? Genau. Und da sind wir nämlich schon ein bisschen beim Thema. Welches Thema? Corona, ne? Ich weiß auch nicht, ja. Das, Geil. Kannst du das Corona ja für dich in einem Wort zusammenfassen? In einem Wort? Oder in einem Satz, vielleicht ist ja ein Wort zu schwierig. Ein Wort, warte, lass kurz überlegen. Also, Mindchange. Mindchange, okay. Ja, definitiv, ja. Aber in allen Belangen, absolut. In allen Mindchange. Belangen, okay. Wir haben ja eben schon, was wären denn so die, wir haben ja eben schon ein paar angesprochen, die wirklich die positiven Aspekte, also wir haben ja jetzt so diesen Umweltaspekt gehabt, ein Stück weit den Nachhaltigkeitsaspekt, das ist ja so in Kombination, vielleicht auch den Schub für die Digitalisierung, da wo es sinnvoll ist. Was würdest du denn sagen, was sind denn positive Effekte aus Corona? So. Ich glaube, also für mich persönlich definitiv, dass ich einen anderen Blick für die Dinge gekriegt habe. Ich habe einfach gemerkt, okay, da ist so ein kleines, winziges, nicht sichtbares Etwas, kann das ganze Leben durcheinander würfeln. Und ich meine, da was vorher immer so in Filmen so prognostiziert wurde, wo aber keiner wusste, okay, ist das jetzt tatsächlich so, das passt ja alles wie Arsch Science auf Fiction. Einmal. Ne? Das passt wie Arsch auf einmal. Ja. Ne? Und hier Contagion und Outbreak und so weiter, ne? Großer Film, Outbreak, richtig gut. Und jetzt hat so ein kleines Etwas das komplette Leben durcheinander gewürfelt, von der ganzen Welt. So, und dann denke ich mir zum Beispiel, ob ich jetzt abends noch eine halbe Stunde länger da sitze und die Excel richtig formatiere oder nicht, da kräht kein Haar nach. Das ist völlig unwichtig. Das kann ich auch morgen machen. So, also ich für mich bin total gesettelt worden und habe wirklich einfach einen ganz anderen Fokus für mich im Leben gesetzt. Klar, ich meine, du musst halt irgendwie Kohle verdienen, aber aber dennoch ist der Job ja jetzt nicht alles. Das ist, sollte eigentlich ein ganz kleiner Teil von dem sein, wofür du eigentlich auf diesem Planeten bist. Solltest deine Zeit eigentlich mit anderen Dingen verbringen, weil das kann ganz schnell vorbei sein. Ja? Und das habe ich wirklich für mich total verinnerlicht. Und lass den Job jetzt auch Job sein. Der macht mir Spaß. Und das war jetzt auch zum Beispiel eine krasse Zeit. Ja, aber genau so nehme ich mir das Recht, jetzt, das wird jetzt auch noch ein paar Wochen so weitergehen, aber dann auch mal wieder ein bisschen runterzufahren und meinen Fokus wieder woanders zu legen. Mhm. Ja? Und dann keine 10-Stunden-Tage mehr zu machen, sondern auch mal ohne schlechtes Wissen. Bis der Switch durch ist zu dem Unternehmen. Und fast 10-Stunden-Tage, das war auch länger. Ne? Aber einfach da auch mal ohne schlechtes Gewissen pünktlich Feierabend zu machen. Oder einfach mal die Stunden wieder abzubauen, weil ich habe es mir verdient. Okay. Ja? So. Und deswegen einfach die Zeit mehr für mich selber auch zu reflektieren, mehr für mich selber zu machen und Beispiel nur mit dem Buch am Rhein liegen, ja, einfach nichts machen außer lesen und ja, Alex-Time. Muss ja aktuell aufpassen, da war doch letztens irgendwas, die Polizei hat irgendwelche Leute vom Rhein weggezerrt oder so. Ja, das kann sein, aber hier ist, da wo ich wohne, das ist halt, ist alles ist halt safe sehr, noch. Sehr safe und du bist halt alleine da, es ist keine Menschenansammlung, ne? Also das geht. Ja. Nein, und einfach genau darüber nachdenken, was man, wenn man selber eigentlich ist, sich zu reflektieren, wieder die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wofür stehe ich, was sind meine Prinzipien, ja, und die auch zu leben. Und also du würdest sagen, dieses Jahr Corona hat deine Sicht der Dinge ein Stück weit geändert und mehr so vom irgendwie, ich nenne es mal jetzt, funktionierenden Arbeits-Alex hin zu, okay, ich muss mich auf Dinge konzentrieren, die mir vielleicht gut tun und Arbeit so ein bisschen aus langfristiger Sicht in den nicht als Lebensmittelpunkt zu sehen? Ja, absolut, absolut. Und da hängt ja ganz viel dran. Also dann gehst du weiter und sagst ja, wofür arbeitest du dann? Ja, ja, um dir was Schönes zu leisten. Ja, musst du das denn unbedingt haben? Nö, weil der Fernseher tut es ja noch. Wofür brauche ich jetzt einen neuen, größeren? Der tut es ja noch. Ja, völliger Quatsch, sich da dann so eine neue Kiste hinzustellen. Habe ich kurz vor Corona noch gemacht. Also, völliger Blödsinn. Und lieber dann zu sagen, okay, du arbeitest, um was zu erleben. So. Ja, und dann aber auch die Zeit zu haben, um was zu erleben. Sprich, wenn es dann wieder geht, mehr die Welt zu bereisen, mehr zu sehen. Ich habe mir den Camper gekauft. Also ich baue einen Camper. Schön, dass du erzählt, ja.
Das auch Projekt, ja. Vorher, ich meine, auch das, ne? Vorher Mini John Cooper Works, ne? Mit 240 PS, wo du im dritten Gang noch durchgedreht hast, ne? Den habe ich weggetan, habe jetzt einen Bulli, da bist du froh, wenn du auf der A57 bis nach Aachen bis im dritten Gang kommst. Ne? Also so ne? Total runtergeregelt das Ganze. Und also könnte man sagen, so die Corona-Zeit hat dich ein bisschen weggebracht von diesem materialistischeren Denken? Ja, genau. Ja? Das machen wir. Okay. Ne? Interessant. Klar, ich baue den Bulli jetzt gerade um zum Camper, also das ist so eine alte Handwerkerbutze, baue den um zum Camper. Klar, da verlierst du auch viel Kohle drin. Ne? Also es macht halt Spaß, das zu tun. Und ich mache es nicht, jetzt. Du machst es für dich halt, ne? Ich mach's für mich, um dann auch langfristig mit dem Ding Freude zu haben und Spaß zu haben und einfach was zu sehen. Ne? Mhm. Das ist so mein Projekt. Und das ist vielleicht auch was Positives. Sachen einfach mal machen. Ausprobieren. Ja. Ja, weil hättest du mir vor 2 Jahren gesagt, mein Camper war immer so, ja, könntest du mal machen, aber dass ich selbst einen Turbolader wechsle oder dass ich selbst die Seitenwand rausflexe oder solche Geschichten, wenn du mir das damals gesagt hättest, hätte ich den Vogel gezeigt. Also, ne, das mache ich alles selbst und das funktioniert, das geht. Und das hat auch mit Corona dann zu tun, weil du halt dann... Im weitesten Sinne, weil, ja. Wie gesagt, ich habe so einen kompletten... Mein Betriebssystem ist ein ganz anderes, kann man sagen. Also, okay. Ja, und da auch so dieses, einfach mal Sachen ausprobieren, um sich selbst zu, ja, wie sagt man das? Nicht zu beweisen, sondern einfach... Sich selbst zu finden noch zu finden, mehr? Ich weiß es nicht. Ja, kann man vielleicht so sagen. Aber ist das dann so ein bisschen, resultiert das so ein bisschen aus einer vielleicht auch Corona-Angst, wirklich, dass das Leben zu Ende geht? Ich meine, ne, das ist, nee, Angst, nehme ich zumindest bei einigen Menschen wahr, dass es eine große, große Angst gibt. Nee, Angst habe ich nie gehabt davor, aber Respekt. Respekt für mich selbst und in erster Linie aber auch für die anderen Leute, weil ich meine, ich bin gesund. Wenn mich das trifft, vielleicht merke ich es gar nicht, aber wenn ich alte, etwas ältere Menschen sehe und die in den Supermarkt gehen müssen und jedes Mal Angst haben müssen oder ne, dass da jetzt einer das Zeug mit sich rumschleppt und ne, ein Risiko hast du ja immer, ne? Das ist Risiko hast du immer. Und davor habe ich halt echt Respekt. Und aber für mich selber jetzt Angst, nee. Nicht. Gar nicht. Nee. Nee, hätte ja nur, weißt du, so aus dem Sinn, okay, boah, ich habe so viel Angst, dass das Leben zu Ende geht und ich muss jetzt anfangen, ne, mich selber zu verwirklichen und die Dinge machen, auf die ich Bock habe. Ne? Nee, das ist einfach, man sollte das Leben einfach grundsätzlich nutzen für Sachen, die wo man drauf Bock hat. Ja. Und einfach, morgen kannst du auch vor dem Bus rennen, ja? Also der Klassiker. Dann ist auch vorbei. Corona hin oder her. Deswegen. Aber da musst du ja erstmal von deinem Mindset her hinkommen zu diesem Gedanken, dass du sagst, okay, ich nutze meine wenige Zeit auf diesem Planeten, die 80 bis 90 Jahre, und versuche wirklich im Rahmen meiner Möglichkeiten das zu machen, auf das ich wirklich Bock habe. Und nicht nur irgendeinen Job, wo ich halt Geld bekomme und mir dann eine teure Karre kaufen kann. Da musst du ja erstmal irgendwie hinkommen. Ja, sicher, sicher. Bei den einen ist das früher, also ich habe eine Kollegin zum Beispiel, die ist 32 oder so, die hat so dieses Mindset. Die aber von vornherein, sagt sie letztens mal, die ist einfach so. Die sagt so, ich bin mit dem zufrieden, was ich hier habe, und mach das, was mir gefällt, und sieht viel, macht viel, trifft viele Leute, also ne, wenn es geht. Und die ist von Anfang an so gewesen, dass ja, Arbeit, klar, musst du irgendwie klarkommen. Aber hauptsächlich ist die Zeit dafür da, um das zu tun, was man möchte, oder ja. Ja, fairerweise würde ich dazu festhalten, dass sich das natürlich auch nicht jeder erlauben kann, weil es halt genug Menschen gibt, die halt auch Jobs machen müssen aufgrund ihrer, ja, vielleicht Qualifikation, dass sie weniger Chancen hatten.
Oder auch nicht das angemessen gefördert wurden, ne, und dann gar nicht so viel Auswahl haben, wie wir jetzt. Also ich würde dich jetzt und mich auf jeden Fall als hart privilegiert bezeichnen. Ne? Und das ist nämlich die Kehrseite der Medaille. Ne? Weil das, was wir jetzt gerade gesagt hatten, diese positiven Aspekte, sowohl für das Business als auch für privat, gibt es natürlich in genauso krasser Form auch im negativen Bereich. Also wenn du gezwungen bist, zum Beispiel mit Leuten in Kontakt zu sein, weil dein Job es halt anders nicht ermöglicht, bist du ja auch immer der Gefahr ausgesetzt zu erkranken. Mhm. So. Hast also nicht die Möglichkeit, dich schön ins warme Homeoffice zu setzen und dich dann darüber zu beschweren, dass das Meeting zu lange dauert. Ja? Ja. Und bist vielleicht in einer Position, wo du deinen Job verloren hast aufgrund der ganzen Geschichte. Stimmt, und, und nicht das Glück hast, so wie ich jetzt, schnell was Neues zu finden, sondern vielleicht im Gastrogewerbe arbeitest, wo es einfach gerade keine Jobs gibt. So, ja, oder dein eigenes Unternehmen hast einfach, oder dein was eigenes jetzt Unternehmen. So. Insolvent ist, ne? Richtig, und insolvent, das ist es ja. Insolvenz gibt es ja gerade gar nicht, aber das wird uns noch 10 Jahre begleiten. Wenn die Leute, ne, wenn Unternehmen, die quasi schon pleite sind, nach Corona dann Insolvenzantrag stellen, das wird ja Hölle. Mhm. Das werden so viele Unternehmen sein. Achso, du meinst, weil die jetzt immer noch quasi staatliche alimentiert werden, ne? Genau. Also die Hilfen bekommen. Aber wie sollst du das denn? Überleg mal, du hast, mir fällt immer ich weiß nicht, ob es eine Pommesbutze oder eine Dönerbutze war, die haben kurz vor Corona hat der aufgemacht. Der hat den ganzen Laden, hat der komplett saniert, die Gerätschaft gekauft, geleast, wie auch immer. Hat da wahrscheinlich richtig Kohle investiert und dann kam Corona. So. Mhm. Der konnte seinen Laden dicht machen. Der mittlerweile ist der da auch nicht mehr. Aber die Schulden, die der hat, die kannst du jetzt gerade, vielleicht kann man den so auffangen, dass der von der Tasche in den Mund lebt gerade, aber das, was der an Schulden aufgebaut hat, das begleitet den noch Jahre. Und dann geht er vielleicht nicht in die, dann geht er wahrscheinlich in die Privatinsolvenz. Ja, das kann er dann gemacht haben. Da gab es ja jetzt auch schon, hatte ich gehört, irgendwelche Regeln, dass das auch vereinfacht werden soll, Privatinsolvenz. Hoffe, ist ja schon ein Zeichen eigentlich dafür, dass da was auf uns zukommen könnte. Ne? Ja. Und dann musst du halt immer, ne, dann musst du immer gucken, klar gibt es dann auch Leute, die sowieso, ne, weil sie sich 5 Fernseher gekauft haben, obwohl sie ein netto Haushaltseinkommen von 1.000 Euro haben, die musst du halt rausfiltern dann. Weil das merkst du ja, und das kotzt mich an, oder da kriege ich auch wirklich Puls, egal, auch mit diesen Hilfszahlungen, ne, mit diesen Unterstützungszahlungen, da gibt es ja immer diese schwarzen Schafe, die sich da dann Millionen rausziehen und betrügen und machen und tun, und dann werden Zahlungen gestoppt, von denen andere Unternehmen oder abhängig Leute sind, aber dann, abhängig sind. Mm. Weißt du, da kriegt, wenn ich solche Leute, wirklich, da, Sebastian, ich richtig Puls. Ja, gar nicht. Ja, aber um drauf zurückzukommen, wir sind in einer sehr privilegierten Situation. Es gibt aber, wie gesagt, genauso Leute, die gerade keinen Gedanken daran verschwenden können, sich zu settlen oder einen Mindchange zu haben oder wie auch immer, sondern die einfach jeden... Ist ja dann bei dir, würdest du ja jetzt auch sagen, eigentlich so wie du es jetzt erzählst, für dich persönlich ein sehr positives Jahr, oder? Ja, eigentlich schon. Aber auch deswegen, weil mir bewusst geworden ist, dass in was für einer positiven Situation ich bin und eben bewusst geworden ist, wie es anderen Leuten geht. Ja. Die halt von, wirklich jede Minute Probleme mit sich rumschleppen, weil sie nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Ja? Da könnte ich dir jetzt entgegnen. Ich meine, die Probleme waren ja vorher schon da. Du hattest, wir sind nicht in der Digitalisierung vorangekommen, es gab keine Chancengleichheit, es gab immer eine große Spanne zwischen Arm und Reich. Ne? Also die Probleme waren ja vorher da, aber wurden ja jetzt ein Stück weit sichtbarer. Richtig, richtig, genau das ist es. Klar, aber ich meine, in der Gastronomie hast du um da zu bleiben, nie viel Geld verdient an deinem normalen Lohn. Was völlig, eigentlich völlig dämlich ist, weil die Leute arbeiten so hart. Aber die wirklich, also, und das ist in der Pflege ja auch so, die
Das ist zum Beispiel so ein Thema. War vorher auch schon Diskussion mit Pflege. Ja, ne? Ganz ehrlich, das ist seit ich in der Schule war damals, ist das Thema. So, ist was passiert? Nein. Und jetzt kam es allen teuer zu stehen. Und auch da hieß es dann, ja, man müsste da ja mal an die Tarifverträge ran. Ne, man müsste da mal, ne? Genau, was passiert? Nichts. So. Und weißt du, selbst durch so eine Geschichte wird da einfach nichts umgesetzt. Und das sind so langsam so Sachen, die anfangen, mich zu sauer zu machen, so langsam. Mhm. Also wir sind jetzt über ein Jahr in dieser Geschichte. Und dann sind, ich glaube, letztes Jahr im September hatte ich mal eine sehr interessante Diskussion mit ein paar Freunden, wo ich dann sagte, hey Leute, da ging es auch darum, macht die alles richtig, die Bundesregierung und so weiter, wo ich dann sagte, die machen das auch zum ersten Mal. Ja, da gibt es keinen am Anfang, woher würdest du wissen, was richtig und falsch ist. So, ganz am Anfang der Pandemie. Ja. Ich sage immer erste Welle. So. Mein Trial and Error, ne? Fehler gehören dazu, kennt man ja auch aus dem Personalmanagement. Da kannst du simulieren vorher, bevor das nicht eintritt, weißt du es nicht. So. Ja. Aber bei der zweiten und dritten Welle, da sollten wir langsam in der Lage sein, zu wissen, dass wir nicht erst den blauen Zettel ausfüllen, bevor wir den gelben Zettel ausfüllen können, sondern einfach mal machen. Ja, machen. Und auch da wieder, ich finde es abscheulich, dass sich Leute daran bereichern mit der Maskenaffäre. Und dann sprechen wir hier nicht über 10.000 Euro, wir sprechen über 250.000 Euro. Und dann steht die Mannschaft da und sagt, ja, das ist marktüblich. Die leben in ganz anderen Dimensionen. Ja, das kommt dann immer noch so, bei diesem ganzen Missmanagement kommt sowas dann immer noch so obendrauf. Ne? Und das sind so langsam Sachen, wo ich wirklich sagen muss, ich könnte es immer noch nicht besser. Also wenn du mich da hinsetzt, ich könnte es besser, doch. Weil ich weiß, was das reale Leben mit sich bringt. So. Mhm. Und ich würde da mit Sicherheit nicht alleine wuppen, aber ich könnte viele Sachen könnte ich einfach besser, bin ich fest von überzeugt. Wenn du die richtige Mannschaft an Bord hast, dann kannst du das auch besser machen. Da merkt man auch so ein bisschen vielleicht schnarchige Verwaltung vielleicht, das hast du ja vorhin auch gesagt, ne? Dein Chef hat dir gesagt, Alex, ne, bitte bleib nicht im öffentlichen Dienst sozusagen. Ich würde abdrehen, ich würde Amok laufen, wirklich, wenn ich da arbeiten müsste. Uns holen gerade ganz viele Sachen ein, die in den letzten Jahrzehnten verpasst wurden. Digitalisierung, ne? Digitalisierung, alles führt daraus, ich meine, wenn ich höre, dass jetzt, dass man sich damit brüstet, nach einem Jahr Corona, dass jetzt 60% der Gesundheitsämter mit ein und demselben System vernetzt sind. Junge. Sebastian, das ist ja Wahnsinn. Und das wird ganz groß rausposaunt. Weißt du, die Leute, die das rausposaunen, die denken, ja, jetzt ist die Bevölkerung stolz auf uns. Das nach einem Jahr sind wir vernetzt. Mensch, aber das ist ja eigentlich seit 2005 Thema. Ne? Oder ich meine, wann kam das erste iPhone raus? 2005 oder so? Ja, 2005. Ne? Aber die Tatsache, dass man das dann auch noch so durchs Land posaunt, zeigt doch, dass die Leute die sind alle zu heiß geröntgt worden. Die haben doch überhaupt keine Ahnung von dem, was Phase ist. An deren Stelle würde ich vielleicht so letzte Seite irgendwo, so einen ganz kleinen Artikel, wir sind jetzt vernetzt. Ja, damit es bloß keiner mitkriegt, was für eine Scheiße wir hier seit 20 Jahren gebaut haben. Meine persönliche Meinung. Nee, ich würde noch einen anderen Aspekt dazu bringen, halt zum Beispiel in der Schule, da wäre ja vorher auch schon nicht nur in Sachen Klassengröße, ne, wäre schon sinnvoll gewesen, wenn du statt 30 Kinder vielleicht nur 10 bis 15 Kinder hast, allein aus so einem qualitativen, pädagogischen Gesichtspunkt her. Und dazu halt immer noch das Thema Lehrermangel. Ne? Ganz klar. Gibt es auch nicht so erst seit gestern. Und dazu natürlich auch die Digitalisierung nutzen als sinnvolle Ergänzung. Und mit sinnvoller Ergänzung meine ich nicht Ersatz, weil ich habe zum Beispiel auch Seminar gehabt jetzt über Zoom mit 50 Leuten. Ne? Das ist schon das ist schon was anderes. Und du merkst wirklich, wenn du vor den Leuten stehst, und da würde ich genau die Grenze ziehen, da kannst du mehr vermitteln. Und die Leute können sich, andersrum gedacht, mehr rausziehen, wenn die bei Zoom sind. Und gerade bei 50 Leuten, so wenn es schon 20 Leute sind. Ne? Ja. Aber das ist mir so krass aufgefallen. Da wurde ja auch viel verschlafen. Ne? Absolut. Und dann weiß ich jetzt gar nicht mal, ob andere Länder uns da so weit voraus sind oder ob das da genauso ein Problem ist. Aber zweifelsohne, da hätte man viel mehr in diese ganze Infrastruktur investieren müssen in den letzten Jahren, um da was aufzubauen. Ich hoffe einfach,
dass wir daraus lernen jetzt. Mhm. Ja? Weil wenn das jetzt keine Zeit ist, um das voranzutreiben, dann muss ich ganz klar, dann weiß ich es auch nicht. Also dann ist für mich der Zug abgefahren, weil wenn jetzt, immer so, was soll denn noch passieren, um das? Ist immer so, ich finde es immer so absurd, weil auch so aus rationalen Effizienzgründen oder so im strategischen Denken, ne, hättest du ja schon vorher auf so bestimmte Ideen kommen können, ne? Aber es muss immer erst so weit kommen und dann, ja, okay, wir müssten da ja mal was ändern, weißt du? Das nervt mich auch immer so. Ja. Ja, definitiv. Es muss erstmal muss das Kind zweimal im Brunnen fallen und dann. Ja. Ne? Aber dieses Thema Lehrermangel, ich weiß ja nicht, woran das liegt. Also dass wir keine Lehrer kriegen. Weil ganz, also sagen wir mal wirklich ehrlich, ich meine, also das Paket, was du als Lehrer bekommst, und jetzt meine ich nicht, klar ist das für die auch gerade scheiße in Corona, ne? Ja. In Corona-Zeiten, aber das Paket, was du als Lehrer bekommst, wo hast du das denn noch? Meinst du jetzt den Beamtenstatus quasi? Ja, du bist verbeamtet, du bist im Alter abgesichert, du musst dir um nichts Gedanken machen quasi. Du bist privat versichert, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, du kriegst Chefarztbehandlung, du kriegst dein Einbettzimmer oder eins von beiden zumindest. Mhm. Du also verdienst gut, sag ich mal. Was ist das Problem, warum wir keine mehr Lehrer werden? Ja, und kannst dich natürlich auch, hast sehr stark die Möglichkeit, dich auch selber zu verwirklichen, ne? Absolut, absolut. Und, ich meine, klar, wenn du da, ich meine, jetzt für mich wäre es nichts, ich würde wahrscheinlich da auch irgendwann, ne? Ja. Also, ja, ich weiß es nicht. Also, ich würde abdrehen. Aber es gibt Menschen, die da eigentlich so geboren sind, sowas zu tun. Ja. Hast du denn, wenn du jetzt nochmal, also für dich einerseits persönlich positiv dieses Corona-Jahr, ne? Dann zweite Sache wäre so, okay, du hoffst, dass sich daraus positive Dinge ergeben, ne? Wir hatten ja so ein bisschen Nachhaltigkeit, ökologischer Aspekt, Digitalisierungsaspekt, vielleicht auch, wenn es gut kommt, für die Pflege wäre vielleicht auch was drin, mal gucken. Ist dir sonst noch irgendwas so in deinem Jahr, wo du sagst, da könnte sich jetzt, oder hoffst du, wo sich was ergeben könnte? Ich hoffe einfach, dass die Gesellschaft ein bisschen langsamer wird. Entschleunigung. In dem Sinne, dass Entschleunigung, genau. Mhm. Ist nicht mehr so dieses, bam, einfach immer 110% in jeglichen Bereichen und Druck und Buckeln. Jetzt fertig, ne, jetzt fertig werden. Nee, auch jetzt gar nicht mal unbedingt auf die Arbeit bezogen, aber auch auf private Geschichten, wie es muss immer was Neues sein und es muss immer besser werden und es muss immer extravaganter werden, einfach mal ein bisschen gucken, was man hat, Leute. Ach so, okay. Ein bisschen mal langsam. Ja, also klar, man kann immer auch, ne, und daran, das ist das menschliche Streben, weiterzugehen, aber mal so einen kurzen Moment überlegen, ob man nicht vielleicht schon 8 Schritte zu viel gemacht hat in den letzten Jahren, einfach mal kurz innehalten. Und mal 5 Grad sein lassen. Und also so ein bisschen Zeit für sich zu haben, achtsamer für sich selber zu sein und sich zu wirklich... Ja, und auch einfach mal, weißt du, wenn die Kassiererin bei Aldi jetzt nicht ganz so schnell ist, wie man sich das gerade in seinem Businessanzug vielleicht erhofft, das einfach zu akzeptieren, ohne zu sagen, nee, sind doch langsam. Hm. Das ist ja so ein bisschen dieser... Was ich auch festgestellt habe, so dieser menschliche Aspekt, dass es so ein bisschen Corona auch leider zu mehr Spaltung irgendwie beiträgt, ne? Dass die Leute da sehr... Und das soll ja eigentlich andersrum sein. Ja, wäre besser andersrum, ne? Weil wenn du eine solidarische Gesellschaft hast, dann glaube ich, kann man dann auch in Krisenzeiten einfach Krisen besser bewältigen, weißt du? Richtig. So, ja. Und das war ja am Anfang, da kann ich mich dran erinnern, ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war, aber irgendwann habe ich festgestellt, so in der ersten Welle, dass die Erwartung, die ich hatte, dass ihr das jetzt ein bisschen zusammenschweißt, dass es genau ins Gegenteil ging. Ich weiß nicht mehr genau, was das war und warum, aber ich weiß noch, wie ich mich dabei gefühlt habe und dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Leute in so einer Situation sich Beispiel Klopapier kaufen. Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Da haben wir es doch schon. Was soll das? Also erstens ist es doch völliger Unfug. Und zweitens dieser Gedanke, hey, das sind auch noch andere Leute da, die kacken müssen. Ja? Mhm. Deswegen kaufe ich jetzt nicht 4 Pakete, sondern nur 1. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist mir scheißegal.
Sondern das, ich will ja kacken. So, deswegen kaufe ich die 4 Pakete für die nächsten 8 Jahre. Ja? Aber das wäre so, also, so ein bisschen deine Hoffnung jetzt, dass sich daraus ein bisschen, dass es weggeht von diesem egoistischen Denken und ein bisschen mehr in Richtung, hoffentlich hin, so eine solidarischere Gesellschaft geht. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, in Deutschland schon eigentlich ein Land, was relativ solidarisch ist im Vergleich zu anderen Ländern. Ja? Ja. Aber, weißt du, wir sind in so einer, das ist ja schon wieder so eine Doppelmoral. Wir labern immer nur, naja, ach, da muss man auch ein bisschen auf andere gucken und so weiter. Wenn es aber um die Wurst geht, also was das Wort ist mit dem Klopapier jetzt, Entschuldigung, dann hört das auf einmal auf. Ne? Mhm. Dann, wenn ich der Erste morgens um 6:30, bevor der Rewe aufmacht, der da steht, in der ersten, baue am besten noch mein Zelt auf, damit ich bloß das Scheißhauspapier daraus Ja, oder kann. War ja jetzt, glaube ich, bei diesen, wo jetzt Aldi sich auch wieder dumm und dämlich verdient hat, mit diesen Schnelltests wahrscheinlich ähnlich. Ja, ne? Ja. Wo dann auch ganz viele Leute wieder einfach so viel genommen haben, wie sie tragen konnten. Ne? Das ist, ja, das ist es, das ist es. Das ist es, was soll das? Also, ne, da kaufe ich doch 2 und lass der Oma hinter mir 4, 5. So, weil wenn die rausgeht, ne, oder ja. Bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich meine, der Kanal, ich kündige das ja sowieso nicht immer an mit humanistische Grüße, das hat ja schon einen Hintergrund, weil ich ja auch irgendwie möchte, dass man sich wieder als Menschen begreift und nicht so dieses Egoistische vielleicht nicht so in den Vordergrund stellt. Hast du denn sonst noch irgendwie so krass, bis auf, okay, der Jobverlust war jetzt retrospektiv nicht ganz so negativ vielleicht, aber ansonsten irgendwas wirklich krass Negatives durch die Corona-Situation? Also wenn ich nicht vorher schon so gesettelt gewesen wäre in meinem Mindchange mit dem Jobverlust, dann hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, fuck, was machst du jetzt? Aber ich habe einfach gedacht, okay, dann ist die Situation, machst du das Beste draus. Und als ich noch nicht wusste, dass es direkt weitergeht, habe ich auch so überlegt, ach, ne, dann machst du dir halt mal ein paar schöne Monate. Weil ich mir das erlauben konnte. Genau, du kannst es dir ein Stück weit aufgrund deiner Privilegierung auch leisten. Ne? Ja, genau. Ansonsten, aber summa summarum war das natürlich ein negatives Ereignis, ne? Muss man einfach so sehen. Mhm. Ansonsten, für mich als gesellschaftsfähigen Menschen ist es schwierig, die Leute nicht zu sehen. Also nicht einfach zu sagen, hey, ich fahre nach Bochum und wir machen das Ganze hier vor Ort bei dir. Ja. Oder die Studienmannschaft wieder zu sehen, einfach mal, weil man Bock drauf hat. Oder die Leute. Ja, Altstadt, Düsseldorf, Altstadt, ne, ist ja, lebt ja eigentlich von Leuten, die sich treffen und Bierchen trinken, ne? Und schön was essen. Und, ja. Das sind Sachen, die mir echt fehlen. Also dieser Rudelgedanke, ne, den ja jeder irgendwo hat. Das ist sehr negativ. Wobei ich auch gut alleine sein kann. Aber Leute, die das nicht können, für die ist das, glaube ich, gerade echt die Hölle. Und dann, klar, hast du Telefon und Videotelefonie, aber das ist gibt dem Geist oder der Psyche nicht das Gleiche. Das ist einfach so. Ja, ich hatte ja auch so ein Interview mit einem Psychoneuroimmunologen und der hat auch gesagt, der beste Boost für einen selber, für das Immunsystem, um das auch fit zu halten, sind natürlich auch irgendwo dann soziale Kontakte, ne, mit einem gewissen Abstand dann. Und es gibt auch, ich hatte auch gesehen, gerade in England, da hatte die Regierung auch schon vor Corona schon überlegt, so Programme zu starten für ältere Menschen, um halt Vereinsamung zu verhindern, weil man weiß, dass, ne, wenn Leute vereinsamen, dass die halt auch eher sterben, ne? Guck mal, meine Projektarbeit im Praktikumssemester, im Studium, da habe ich einen Seniorenplan geschrieben für den Landkreis Nordhausen. Und da war das schon Thema. Ja. Echt? Okay. Da war das schon Thema, weil die Infrastruktur mit Bus und Bahn und Supermärkten da so katastrophal war, dass die Leute teilweise, wenn die auch nicht mehr ganz so fit auf die Beine waren, komplett vereinsamt sind. Mhm. Komplett vereinsamt sind. Und einfach auch so weit vom Schuss gelebt haben da. Ja. Selbst wenn da mal zweimal die Woche die Tochter vorbeikommt oder so, das ist das Problem. Ist auch jetzt, wo wir gerade so drüber sprechen, merke ich auch gerade, das ist auch so ein Thema, was, glaube ich, so medial
gar nicht so krass präsent war, diese Vereinsamung vielleicht auch von älteren Menschen, oder? Ja, stimmt. Also Vereinsamung an sich schon so ein bisschen, beziehungsweise nee, Vereinsamung nicht, aber so dieses, dass viele halt psychische Probleme bekommen mit dieser Tatsache, dass sie halt keine sozialen Kontakte mehr haben können. Aber speziell auf ältere Menschen bezogen nicht, nein. Und mit oder so vielleicht so Ansätze, wie kann man irgendwie versuchen, alt und jung wieder zusammenzubringen, ne? Damit du halt nicht so eine Vereinsamung-Tendenz hast, ne? Das wäre ja auch irgendwie ein positiver Effekt daraus, wenn ich jetzt so überlege. Ja. Aber wie hättest hättest du das jetzt gerade machen wollen, ne? In Corona war es ja gar nicht möglich, aber vielleicht ist das so ein Thema, genau. Ja, wenn dann halt draußen, ne? Ja. Ich meine, da sind wir ja wieder bei dem Verschlafen der Politik erst mit Rumgelaber, wenig Schutz von Risikogruppen, das ganze Testmanagement, wenn ich mir da Großbritannien angucke, aktuell muss man sagen, ja, kriegen die auch das ganz gut alles hin. Auch, ne? Die USA ja, mit den Impfungen. Ja. Die haben da auf großen Supermarktparkplätzen, geht das da rum. Ja. Und ab dafür, da wird eine Nadel nach der anderen ja reingejagt, das funktioniert. Ja. Aber ja, bei uns musste, meine Eltern waren jetzt letztens und die mussten, glaube ich, 6 oder 7 Formulare erstmal unterschreiben. Ne? Ja, da haben wir es wieder was. Leute, in der Zeit, da kannst du dir schon wieder was holen beim Formular unterschreiben. Also bitte, einfach Nadel rein und fertig. Jetzt sich vielleicht eher die Chance höher, dass du dich am Papier schneidest. Ne? Also, weißt du, was soll das? Und dann auch dieses ganze Shutdown wieder und dann überlegen, welche Maßnahmen noch und so weiter. Die sollen einfach ihre komplette Energie da reinsetzen, dass sie Impfstoff rankriegen und dann... Ja, und den Menschen und vor allem halt den Leuten, die jetzt wirklich, und ich sag's jetzt nochmal, nicht so privilegiert sind wie wir, die vielleicht auch ein Unternehmen haben, sich was aufgebaut haben, die alleinerziehen, dass sie denen irgendwie eine Perspektive geben. Ja. Das ist auch was mir mega fehlt. Absolut. Und da ist irgendwie so... Boah, merkt man sehr, sehr wenig von, ne? So. Ja, weil, aber wie sollen sie es auch machen, die Politiker? Die meisten von denen sind einfach fernab von der Realität in ihrem Denken. Ja, von daher, wie sollen die denn Tipps? Ja, wir wollen es nicht pauschalisieren, ne? Aber ich habe auch. Nein, deswegen sage ich viele. Viele. Aber um die Frage schlussendlich zu beantworten mit dem negativen Aspekte, tatsächlich keine weiteren. Nein. Also für mich war das, und ich habe auch, das ist so bei uns so allgemein die Meinung im Freundeskreis auch, das, was man als negativ bezeichnen kann oder negative Auswirkungen bezeichnen kann, wären Luxus. Dann, ne? Wären Luxusprobleme. Ja. Und ich kann eben nicht nach Thailand oder nicht in Skiurlaub. Aber wirklich, dass es jetzt ganz krasse, dass es wirklich einen ganz krassen negativen Punkt oder Effekt gab. Nein. Hast du so für dich nicht? Kann ich so sagen. Ja. Was fandst du mega, mega nervig und unsinnig? Mega nervig finde ich wirklich und da jetzt kocht es schon wieder bei mir hoch. Oh nein! diese Ansagen in der Politik gerade. Ja. Weil, wenn ihr es nicht wisst, haltet die Fresse. Ja, aber nicht irgendwie sagen, dann und dann geht das los mit den Tests und dann geht das los mit den Masken und dann geht das los mit den Hausarztimpfungen und so weiter. Stimmt. Einfach die Fresse halten. Das war zusehen, dass es irgendwann funktioniert, aber vorher nicht irgendwelche Versprechungen. Ich glaube, das haben auch viele Leute. Das haben auch viele Leute nicht verstanden, warum das nicht gleich über die Hausärzte zum Beispiel gemacht wird. Ich meine, die haben ja so schon, die haben ja schon immer geimpft. Die kennen ihre Leute, ihre Patienten, ne, so. Ja, warum nicht direkt über die? Also hätte man sich diesen Zwischenschritt einfach sparen können. So, Hausärzte entscheiden, ne? Bumm, fertig. Wer weiß, was dazu geführt hat. Aber ich denke einfach, dass die da sich gedacht haben, nee, wir machen das erstmal schön hier mit Priorisierung und so weiter. Und das soll in unserer Kontrolle bleiben. Und nicht hier eben an den Hausarzt, der dann Lieschen Müller ums Eck kennt und dann selbst priorisiert. Ja, und vor allem hast du ja auch noch den Effekt, dass gerade Menschen, die auf dem Land wohnen, jetzt irgendwo zu irgendeinem Impfzentrum fahren müssen, als dass vielleicht die Hausärztin, die auf dem Land unterwegs ist, vorbeikommt. Ja. Ne? Ja. Ist ja auch noch so ein Effekt. Deswegen, ich meine, wir sind jetzt, ich glaube, die ersten Menschen wurden am 27. Dezember geimpft, ne? Dezember, ja, kann sein. Ja, das ist jetzt über 3 Monate und wir haben immer noch keinen Schritt vorwärts gemacht, gefühlt.
Jetzt geht's sehr schleppend. Wenn ich das sehe, ich habe hier immer schön den Bell-Ticker nebenbei an. Ja. Oder hier den Livestream. Dann wird ja immer schön gesagt, ne, mittlerweile sind dann wie viel? 11 Millionen? Nee, Quatsch, viel zu hoch gegriffen. 5 Millionen Impfdosen oder so verabreicht worden. Ich habe vielleicht sind es schon ein paar mehr, aber es ist noch nicht. Aber auf jeden Fall im Vergleich zu der Zeit. Und das sind jetzt, lass es 100 Tage sein, die jetzt geimpft ist. Was ist los, Leute? Ernsthaft, das kann nicht wahr sein. Ich hab ja letztens auch mit meinem Kollegen aus London gesprochen und bei denen die haben jetzt 50%, ne? Die haben 66 Millionen Menschen dort und da sind über 30 Millionen, haben schon zumindest die Erstimpfung bekommen. Aber da sind wir wieder so bei diesem, ich glaube, das ist, was so viele wirklich, wirklich nervt, dieses politische Agieren, diese Planlosigkeit. Ja. Keine Perspektive, Sachen, die vorher bekannt waren, die dann, wo man sich dann fragt, es war doch genug Zeit, ne? Das war doch klar, so, das ist. Ja, das ist ja das, was ich meine, ne? Du hast halt im Prinzip, sag mal, 9 Monate hatten die Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass es einen Impfstoff irgendwann gibt. So, und dann kam der Gott sei Dank relativ schnell, muss man ja sagen, aber die haben gefühlt diese 9 Monate nicht genutzt, um sich darüber Gedanken zu machen, okay, wie kriegen wir die Nadel denn in den Arm bei den Leuten? So, und das versuchen die gerade irgendwie hinzukriegen, kriegen es aber immer noch nicht hin. Und das, nicht nur das Impfmanagement, sondern auch anderem Impfstoff beschaffen. Ja, das sowieso. Ja. Unabhängig, wirklich unabhängig, was man ideologisch von Putin und Russland hält, so, ne? Er hat irgendwie, ich glaube, Mitte August oder September war schon ziemlich absehbar, dass die relativ zügig einen Impfstoff auch rausbringen, ne? Ja. Ja. Nicht viel passiert, würde ich sagen, ne? Ja. Und das ist, und das denke ich dann immer, okay, das ist dann eigentlich so ein Zeichen dafür, okay, so ernst ist es denen nicht. So, weißt du, es ist nicht. Ja, man weiß es nicht. Es ist nicht mehr nachvollziehbar. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, genau. Ja. Mit den Tests, ne? Ja. Du hast es eben angesprochen. Aldi und Lidl hatten die Tests im Regal. Und klar sitzt da irgendeine Firma, die sich dann die Hände reibt und sagt, so, da kommen wir jetzt mal 1 Euro drauf. So. Ja. Was Spahn ja gesagt hat, war irgendwann im Februar, ab März gibt es Selbsttests. Ja, stimmt. So. Ja. Sind für jeden zur Verfügung, in Apotheken, wie auch immer. So, kam er relativ schnell raus, dass das nicht der Fall ist. Und warum? Weil er noch gar keine Bestellung aufgegeben hatte. So, weißt du, da sage ich doch, du kannst dich doch nicht vors deutsche Volk stellen und sagen, hier das und das und das passiert mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer, der ist ja sehr selbstbewusst, der Typ. Ne? Und aber mit dem Wissen, dass ich mein Amazon noch nicht geöffnet habe und die Bestellung noch gar nicht aufgegeben habe. Das kannst du nicht bringen. Aber das ist ja irgendwo, ich finde auch keine Erklärung mehr, ne? Und wie gesagt, dann immer noch so diese Maskendeals obendrauf, wo sich die Leute bereichern. Ne? Das ist dann immer Sachen, so das i-Tüpfelchen. So. Ja. Wie gesagt, ich habe es eben gesagt, letztes Jahr im September war ich echt noch so, Leute, ne, macht's erstmal besser, ne, wenn da irgendjemand Kritik geübt hat. Und ich bin jetzt ganz weit weg davon, mich wie diese Bescheuerten da, wo war das jetzt? Wo haben sie auf der Straße demonstriert? War Stuttgart? Stuttgart war, glaube ich, jetzt wieder Demo, ja. Wenn du das siehst, ne, wo dann, also bin ich ganz, ganz, also das sind für mich wirklich, also die an Antarktis und weg, komm. Ne, bin ich ganz. Das ist aber auch nicht so humanistisch, Alex. Ja, für mich sind die aber, ne, die weg. Das hat mit Humanismus, machen wir jetzt die Klammer drum, fertig. Okay. So, aber ich bin halt, mittlerweile kotzt mich das an, was sie da machen, beziehungsweise nicht machen in der Regierung. Mhm. Und das, da dreht sich halt, und wenn bei mir der Geduldsfaden kurz vorm Reißen ist, das heißt schon was, weil das dauert. Das dauert lange. Und ich bin für alle, ich denke erstmal drüber nach immer und denke so, hey, könntest du es selber besser und lass sie doch mal machen. Jeder macht Fehler, wie auch immer. Ja, aber wenn bei einem Alex der Geduldsfaden reißt, dann hat's Art. Ja. Wobei ich glaube, die Bedenken, die du jetzt hast in dem ganzen Management, in der ganzen politischen Kommunikation, ich glaube, so geht's wirklich sehr, sehr vielen Menschen, die da einfach für die das unverständlich ist und die halt keine Perspektive bekommen. Ne? Genau. Und die sich dann, und ich glaube, da sind auch berechtigterweise dann Leute dabei, die dann sagen,
was soll ich tun? Ich gehe halt auf eine Demo, so, ne? Das ist natürlich, natürlich. Vielleicht aber auch gerade die Leute, die ein Unternehmen haben, so ein Restaurant, ne? Ich glaube nicht, ich meine, wir sprechen jetzt auf so einer, wie gesagt, einer sehr privilegierten Ebene drüber einfach. Ja. Ne? Das, aber ich glaube wirklich, natürlich hast du unter diesen Leuten auch einen Restaurantbesitzer oder hast Anwälte oder hast keine Ahnung was, ne? Das hast du unter Nazis auch. So. Dennoch sagt man ja, ihr habt nicht mehr alle Latten am Zaun, ihr seid scheiße. So. Und dann ist es aber ja so, wenn du mal ein bisschen auf den Großteil dieser Leute guckst, die da jetzt mitdemonstrieren, die denken erstens nur von jetzt bis Mittag, ne? Wissen manchmal gar nicht, warum sie da demonstrieren, sondern wollen einfach nur gegen irgendwas sein. Ja, die hast du auch. Hast du zum großen Teil. Und wenn die sich da was wegholen, sind das doch die Ersten, die dann da stehen und sagen, oh, meine Impfung hier. Aber ich glaube, das ist für einige ist das auch so eine Art Event. So, ich gehe mal auf eine Demo, das kann ich mir auch ein bisschen wichtig und hier, ne, und mal ein bisschen seine Emotionen rauslassen und so weiter. Aber ich merke ja bei dir auch sehr, sehr viel Unmut, Alex. Ne? Du bist ja auch ein sehr positiver Mensch im Prinzip. Ja, absolut. Wo wäre denn der Punkt bei dir, wo du sagst, oh, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt melde ich selber eine Demo an mit Abstand und Maske. Gibt es da einen Punkt so oder hast du noch nicht so? Weil du hast ja selber schon gesagt, ja, du bist es, schon. Ja, wenn es gibt einen Punkt, aber das wäre genau das, was ich gerade sagte. Ich bin ein Mensch, der sehr einen sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit hat. Und wenn das so eintreten würde, dass eine gewisse Gruppe Menschen, die jetzt gegen alles sind und immer nur protestieren und keine Ahnung, nachher anderen Leuten oder wegen den Menschen andere Leute sterben müssen, weil sie keine Impfung bekommen oder wie auch immer, dann flippe ich aus, Sebastian. Dann flippe ich aus. Weil dann ist wirklich, dann gehe ich raus und ernsthaft, da das wäre der Punkt. Was Corona selbst angeht und was das Management oder Missmanagement angeht, klar, reißt mein Geduldsfaden irgendwann. Naja, ist ja bei jedem, gibt es ja so. Ja, aber ganz ehrlich, was habe ich denn dann? Ja, dann ist das Ding gerissen, das macht einfach plopp. Wahrscheinlich zerlege ich hier kurz mal einen Stuhl oder sowas. Aber was soll ich denn machen? Ja, ich denke halt, ich muss trotzdem weiter abwarten, bis sich das Problem löst. So, ja, und also, siehst du, da bin ich mittlerweile so ein Stück auf dem Trichter, wo ich mir denke, okay, wie kann ich meine Energie einfach nicht nur damit verschwenden, in Anführungsstrichen, sich darüber aufzuregen, bis der Geduldsfaden halt reißt, sondern sich zu fragen, okay, was kann ich wirklich im Rahmen meiner Möglichkeiten konstruktiv machen? So, ne? Weil es hilft ja, dir ist nicht geholfen, okay, du hast dann vielleicht ein bisschen Dampf abgelassen, ne? Aber so an der Sache. Kein Wort. Nee, ändert sich ja nichts, deswegen, ne? ich würde nie rausgehen und sagen, so, jetzt ist hier Feierabend. Mein Alex-Geduldsfaden ist jetzt gerissen und jetzt protestiere ich mit. Nee, warum? Nein. Ich habe auch wenn ich jetzt, natürlich, wenn man darüber spricht, rege ich mich auf. Ja. Das ist ja das, was ich eben schon ein paar Mal sagte. Ich bin ja eigentlich total gesettelt. Also, ja, genau. Das wäre jetzt was anderes, wenn du du jetzt zum Beispiel eine Gastro hättest. Ne? Vielleicht wäre es ja dann irgendwo auch eine ganz andere Perspektive. Absolut. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Aber guck mal, ein Bekannter von mir. Und das ist wirklich nur noch ein Bekannter. Früher war es mein Kumpel. Und er ist nur noch ein Bekannter, weil ich seine WhatsApp-Statusmeldung sehe. Und da sind zum Beispiel jeden Tag noch und nöcher hier Missmanagement, Merkel, bla bla bla. Ach so, diese komplette Anti-Haltung. Ja, ja, okay. Anti. Und da denke ich wirklich, Kollege, und bei ihm läuft das Business. Der hat eine Werkstatt und das Business läuft. Das ist einer der wenigen, der überhaupt keinen Effekt davon hat. Im Gegenteil, das ist, wenn dann nur positiv. Okay, ja, dann hat es ja wahrscheinlich sein Frust andere Gründe. Ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, und, aber das ist ja auch eins, ich meine, nichts ist so schwarz-weiß. Ne? Es gibt immer irgendwie einen Graubereich. So, ne? Und diese Extrempositionen sind ja in egal welche Richtung. Ich meine, da können wir uns ja, glaube ich, drauf einigen. Aber wie machst du das denn, wenn du jetzt sagst, du versuchst deine Energie da konstruktiv irgendwie reinzubringen? Hast du ein Beispiel?
Ja, einerseits versuche ich natürlich mit Leuten gerade darüber zu sprechen, ihre Energie oder das erstmal bewusst wahrzunehmen. Ne? Ich habe ist ja egal, ob das Corona ist, whatever. Wir haben ja über genug Themen gesprochen heute, wo es Missmanagement gibt, wo Dinge verschlafen wurden. Und sich dann zu überlegen, ich habe da auch ein Video zu gemacht, ne? Infobox, Anleitung zur Veränderung. Sich dann wirklich zu überlegen, okay, was ist das Problem und was kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten ändern? So, ne? Ein Beispiel. Ich kenne eine Person, die hat sich mega darüber aufgeregt, ne? Hat zwei schulpflichtige Kinder, ne? Verschiedene Schulen, unterschiedliche Bücher. Aufreger war, warum müssen das unterschiedliche Bücher sein? Kann man da nicht irgendwas machen? So. Und da hat die Person eine halbe Stunde sich drüber aufgeregt, wie sinnlos das denn ist. Und ich habe nur gesagt, okay, guck doch mal hier, wer ist da wirklich verantwortlich? Hab die E-Mails rausgesucht, aber die Energie hat nicht gereicht, zu sagen: Okay, ich schreibe zumindest mal eine E-Mail und frage bei den Verantwortlichen nach: Hey, was ist denn da los? Oder mach vielleicht einen konstruktiven Vorschlag. So, das wäre die allerunterste Ebene, zu sagen: Ich nutze meine Energie, ich stelle fest, irgendwas gefällt mir nicht, irgendwas läuft falsch. In meinem humanistischen Weltbild, demokratischen Weltbild versuche ich, konstruktiv Dinge zu verändern. So, ne? Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Zeit hast du, wie viel Energie hast du, wie viel Geld hast du vielleicht auch, welche Fähigkeiten hast du, ne? Aber dann, und genau das sind aber auch die zum Großteil die Leute, die halt demonstrieren. Wenn du die fragst, was würden sie denn besser machen? Oder wie würden sie es besser machen? Oder haben sie irgendeine Idee? Kommt ja nichts. Ja, das Da wäre kommt jetzt ja die nichts. Frage. Weiß ich nicht, aber weil ich will es auch nicht so pauschalisieren, das ist mir auch zu irgendwie. Nein, ich sage ja, es gibt mit Sicherheit auch ein Ja. Grüppchen, die auch aus gutem Grund protestieren. Ja, weil hinter jeder Person, da sind Familien, Existenzen und Ja, genau. ich will ja eigentlich weg von diesem. Mich hat zum Beispiel auch mega, mega genervt, allein dieser Hashtag, so Covidiot immer, weil es ist immer, egal, was man von den Personen halten mag, es ist immer halt irgendwo eine Abwertung. Ne? Und ich will eigentlich weg von diesem Feindbild in dem Fall. So die einen gegen die anderen, ne? Links gegen rechts Ja. und so. Das ist irgendwie. Ja, ja deshalb, aber es ist natürlich auch, weil du gefragt hast, was würdest du tun? Muss man sich immer bei jeder Sache selber die Frage stellen, ne? Bildungssystem, Pflege. Ne, natürlich musst du, ja, du kannst dich politisch engagieren, du kannst selber irgendwie versuchen, irgendein Unternehmen zu gründen und eine Alternative einfach anzubieten. Ne, Thema nachhaltige Ernährung, gesunde Ernährung vielleicht. Aber Hauptsache, man fängt erstmal irgendwo an, ne? Weil sonst bleibst du ja immer in diesem Stillstand. aufregen, negativen Modus drinnen, ne? Ist ja bei dir jetzt auch. Du hast gesagt, vorher warst du vielleicht mehr materialistisch und es hat sich jetzt irgendwie Step by Step was verändert. Und das ist ja schon mal, und du denkst neu über Dinge nach. Und das ist ja schon mal auf jeden Fall eine gute Prognose für die Zukunft. Absolut. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Was würdest du denn, wir haben ja jetzt irgendwie über viele Sachen so gesprochen, vielleicht so als abschließende Frage, Alex, was würdest du denn wünschen von Politik, Regierung, Medien, deinen Mitmenschen, deinem Umfeld, wenn du wirklich so konkret sagen könntest. Einfach Ehrlichkeit. Mehr Ehrlichkeit. Weißt du, ja, mehr Ehrlichkeit und mehr sagen, hey Leute, das war jetzt Kacke. Oh, die Merkel hat da einen guten Anfang gemacht letztens. Ja? Die Idee fand ich Ach eigentlich so, weil ganz, sie sich entschuldigt hat, mal, ja. Idee für Donnerstag fand ich eigentlich ganz Ja. charmant, aber es wurde halt nicht darüber nachgedacht, wie man das umsetzen kann. Ne? Und Ja. dass sie da steht und sagt, hey, das war scheiße von mir, ich habe einfach einen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich bitte um Verzeihung, das ist sowas von legitim, das zu tun. Ja, Ja, und ich. findest du nicht, dass das wieder so aufgebläht wurde im Sinne von, oh, die Bundeskanzlerin hat sich jetzt entschuldigt, weil du sagst ja, es ist Ja, legitim, das ist doch genau. das Normalste der Eben, Welt. eben, eben. Und das wünsche ich mir, dass das normal wird. Ja. Dass Politik, Medien, wie auch immer, auch mal sagen: Hey, ich weiß es gerade nicht, Ja. aber wenn es was Neues gibt, melde ich mich. So. Und wenn man Scheiße gebaut hat, dann auch zu sagen: Hey, war ein Fehler. Es war ein Fehler, passiert uns allen, es tut mir leid. Ich gelobe Besserung.
Dann würden, erstens würde dann so ein, oh, Merkel hat sich entschuldigt, ja, das würde dann wahrscheinlich gar keinen mehr so wirklich interessieren, weil es einfach Alltag, also normal ist. Ja. Und zweitens würde man dadurch einfach das Vertrauen der Bevölkerung wiedergewinnen. Genau, du hättest vielleicht auch so eine Tendenz weg von der Spaltung, eher zu einer, ne? Ja. Genau, und das dann, dass man dann wirklich dahin kommt, dass Fehler dazugehören und dass es normal ist und man nicht mehr als der Unfehlbare da steht und dann sagt, ja, eigentlich ist ja alles in bester Ordnung. Ne? Wobei man genau weiß, dass es das nicht ist. Ich wünsche mir einfach, dass sowohl in Politik als auch in Medien, als auch privat, im Job, wie auch immer, dass man mehr aufeinander zugeht und sagt, so und so, das sind die Fakten, und keine leeren Versprechungen macht und keine leeren Ansagen macht, sondern einfach auch sehr verbindlich ist. Also ich glaube, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, direkte Worte finden, das sind Sachen, da würden viel weniger Leute in der Luft hängen und es würde viel weniger unnütze Gedanken geben und jeder wüsste, wo er dran ist. Ja, und die Leute hätten eine vielleicht auch eine bessere Perspektive als jetzt. Ne? Genau. Weil wenn du einem sagst, ja, da kommen Novemberhilfen, jetzt haben wir März, sind die da? Nein. Dann verlässt er sich darauf. Wenn du aber sagst, hey, wir versuchen, dir zu helfen, wir wollen dich unterstützen, aber wir haben gerade einfach noch keinen Plan, wie wir es machen sollen. Dann ich glaube, das war auch so eins, was gerade diese Selbstständigen nicht verstanden haben, dass man sehenden Auges, war ja klar, dass solche Hilfen kommen, dass man es nicht hinbekommt, in Deutschland so eine Plattform vernünftig zu programmieren. Aber du spielst in dem Moment, wo du solche Sachen sagst, mit Existenzen. Ja, die Leute verlassen sich darauf, so. Genau. Ja. Und dann nehmen vielleicht noch einen Kredit auf oder wie auch immer, ne? Weil dann heißt es, hey, da kommen ja jetzt die Hilfen. Die sind immer noch nicht da. Die sind immer noch nicht da. Und wenn von vornherein klar gewesen wäre, hey, wir haben kein Konzept, dann hätte ich ja sagen können, boah, bevor ich jetzt noch einen Kredit aufnehme, ist zwar scheiße, aber ich mache hier dicht. Weißt du, sowas. Und das fängt da an, und das ist runtergebrochen, hört das beim zwischenmenschlichen Gespräch, hört das auf. Ne? Und wenn wir da mehr Ehrlichkeit, mehr Verbindlichkeit hätten, ich glaube, dann hätten wir gerade in solchen Situationen wie jetzt ein bisschen weniger Trouble. Ja, ich meine, genug Herausforderungen in der Gesellschaft werden wir ja auch noch die nächsten Jahre haben. Ne? Absolut. Gut. Absolut. Alex, das war ein schönes Schlusswort. Ich bin ein bisschen geflasht. Oh, nicer Talk auf jeden Fall. Absolut. Alex, vielen Dank. Fragen gerne in die Kommentare oder direkt an die E-Mail an Alex. Und ja, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder, glaube ich, Alex. Definitiv. Ich habe richtig Bock. Ciao. Bleibt gesund. Tschüss.